Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Wartet am Treffpunkt. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ist genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott.
Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Lauf! Bleib von dem Licht weg. Wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Verdammt, sie sind überall. Verdammt, da. Ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann auch nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Irgendwas? Alles klar hier. Du bist da vorne? So weit, so gut. Okay. Welche hören?
Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Charlie, berichte. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das? Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist, wenn's stimmt? Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus.
Hoffentlich. Also vom Namen aus. Die sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Mann, schön tief. Hier drüben. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Bleib du einfach in ihrer Nähe. Hey, Tess! Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Thank you.
Noch einer. Mist. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Mist. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. Scheiße! Oh, das war heftig. Thank you.
Verarzte dich. Vielen Dank. Hilf mir da hoch. Scheiße! Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Also. Okay. Komm, Große. Na los. Okay. Scheiße! Los, los, los! Hier geht's rüber. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Hm.
Moment. Bitte, die Damen. Okay, komm. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Komm schon, Ellie. Hier. Na. Nicht runterschauen. Bloß nicht runterschauen. Okay. Wir müssen da durch. Oh je. Runner. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Thank you.
Okay, ihr könnt kommen. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Okay, was ist los? Hier, lass uns gehen. Bitte mal, Ellie. Okay. Siehst du? Alles klar. Aha. Wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Hier können wir durch. Vorsichtig. Wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Hier lang. Ja.
Da! Am Ärmel! Firefly! Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon.